Das ist ihr Zelt. Geh rein und sieh dich drinnen um. Ich rufe wie eine Eule, wenn jemand kommt. Okay. Gucken wir mal. Kratzspuren? Klauenspuren. Ich weiß nicht, was das für ein Vieh war. Nur, dass es groß war. Okay. Und überall scheinbar. Was ist das da? Ein Tiegel mit Tarnsalbe. Hier ist mächtige Magie am Werk. Okay. So rot wie Scharlach. Er dichtet sich da draußen rum. Alles ist dunkelgrün oder gelb. Offenbar ist Yen nicht die Einzige, die einen Farbtick hat. Was haben wir hier? Mäzenersalz. Damit macht man Kompressen. Okay. Da kommt jemand. Rasch! Das klingt aber nicht wie eine Eule. Du wolltest doch wie eine Eule rufen. Wir reden später. Jetzt müssen wir zurück zum Turnier. Zeit für den zweiten Wettkampf. Meine Herren, was sucht ihr im Zelt meiner Herrin? Inspiration? Hebt euch hinweg! Ja, das war jetzt nicht so praktisch, aber naja. Nichts, nichts. Okay, als nächstes Rennen. Ich bin ja echt gespannt. Höret und sehet, ihr hochstehenden Herren. Hier sind die Edelsten, nah und auch fern, versammelt, um heuer eins zu tun. Zu suchen und finden Ehre und Ruhm. Möge das Glück heute mit ihnen sein, während wir uns ihres Anblicks erfreuen. Palmerin, der Baron von Longfall. Linos von Metina. Reinfahren von Atre. Harm Akersberg von Mech. Donimir von Troja. Troja? Idebois Fresne im Dienste der Herzogin. Von Gregiau, Graf Tai von Dorndal, Anseis, Prinz von Lyrien und Rivien, Gerald von Riva. Einen Riesenapplaus für Grégoire de Gorgon, der Stille zog letztes Jahr siegreich davon. Der Ritter, der heute sich qualifiziert, siegt erst, wenn er über Grégoire triumphiert. Das ist ein Riese. Lasst euch am besten von einem gescheiten Barden durch all die Turnierregeln leiten. Gern, wenn es dir nichts ausmacht. Ehe zur Gänze, der Sand durch das Glas. Kannst du dich auch normal äußern? Durchaus nicht. Ehe zur Gänze, der Sand durch das Glas, und deine Stute vom Schweiße nass, musst du sie durch diese Tore dort lenken, dazu 5 Bolzen in Ziele versenken. Fallen Attrappen von deinem Schwert, wird dadurch der Sand im Glase vermehrt. Ebenso trägt es zum Sande bei, schieß es die Bolzen, du, einwandfrei. Ja, nun müsste alles klar sein. Du wagst es, dich in ein Turnier für Edelleute einzuschleichen? Es war meine Mutter Mewe, Königin von Lyrien und Rivien, die dich in den Ritterstand erhoben hat und die du wenige Tage darauf so schmählich verraten hast. Oh. Deine Anwesenheit ist eine Beleidigung meiner Ehre. Entschuldige. Deine Anwesenheit ist eine Beleidigung meiner Augen. Wenn du fertig bist, geh beiseite, Prinz. Unsere Herren und Patronen begrüßt das Turnier! Vivienne, Schönheit betörender Zier! Seid von Herzen gegrüßt, werte Ritter. Möge mein Vorsitz euch leiten und den Pfad von Ehre, Tapferkeit und Ruhm weisen. Nimm meine guten Wünsche entgegen, Herr. Widme dein Können dem Turnier und nur dem Turnier. Ritter, schon was. Nun ist es endlich soweit. Sitz also auf und mach dich bereit! Damen und Herren von edler Geburt, bald schon verfallen die Rappen im Spurt.
Wie müssen Sie rasen, um es zeitig zu schaffen? Ja, das ist ein Schauspiel zum Raunen und Gaffen. Seht, wie die Stute von Geralt dahin fliegt und seine Frisur sich adrett in den Wind schmiegt. Was rennen kann er, das muss man ihm lassen. Okay. Und los geht's! Es donnert die Hufe, es donnert Applaus. Nun wird es sich zeigen, wer prescht wohl voraus. Mal. Oh je, oh je. Wenn jetzt die Zeit ausgeht, ist das echt blöde. Halt nochmal. Das kann doch nicht sein. Ah, schön. Ah, sehr gut, hab's getroffen. Warum trifft er die nicht? Kann doch nicht sein. Reite! Reite schneller, Mann! Verdammt! Reite! Ich hätte den anderen nehmen sollen. Nein, ich glaube, das schaffe ich nicht. Was, ein Lehrling? Nein. Mist. Na gut, ob das war zu erwarten. Beim Kampf holen wir es wieder raus. Im Boot. Was für ein Jammer! Was soll man da singen? Hoffentlich weiß er, das Schwert gut zu schwingen. Komm mit mir zum Fest. Wir warten gemeinsam bei einem Wein auf Vivienne. Geh du voraus. Na gut. Das hat nicht so gut geklappt, aber gut, das habe ich von Anfang an kommen sehen. Aber beim Schwertkampf holen wir es wieder raus, auf jeden Fall. Das ist was, worauf ich mich verstehe, mehr oder weniger. Was hältst du von Vivienne? Sie ist umwerfend schön. Das meinte ich nicht. Es ist noch zu früh, um was Substanzielles zu sagen. Eins weiß ich aber sicher. Sie verwendet mächtige Magie und Illusionen zur Maskierung. Willst du behaupten, dass sie in Wirklichkeit anders aussieht? Bislang rate ich nur. Wir haben noch Zeit, bis Vivienne kommt. Trinken wir. Ja klar, warum nicht? Ein Schlückchen kann man sich schon genehmigen. Mögest du einen Weg finden, ihr zu helfen. Auf Vivienne. Ach, als ich sie zum ersten Mal sah, verstand ich plötzlich, was die ganzen Gedichte und Balladen sollen. Liebe ist nicht nur Poesie. Manchmal ist sie Prosa und manchmal sogar richtig hässlich. Das sagst du nur, weil du Vivienne nicht so kennst wie ich. Ein Leben an ihrer Seite wäre der Himmel auf Erden. So gut kennst du sie doch auch nicht. Ist das eine Herausforderung? Bei diesem Turnier ist eine Beleidigung meiner Ehre. Ich bestehe auf Satisfaktion. Dann geh doch ins Bordell. Feigling, berittener Kampf in der Arena. Ich fordere dich heraus. Beritten? Ja, okay, aber ganz ehrlich, eine Herausforderung muss man sich stellen.
Da du darauf bestehst, ich bin ganz dein. Du sollst noch bitter bereuen, dass du die Armee meiner Mutter einfach verlassen hast. Das hatte bestimmt seine Gründe, das hat er bestimmt nicht einfach so gemacht. Kann ich mir nicht vorstellen. Möge das Blut, das ich vergießen werde, die Schande deiner Feigheit abwaschen. Bringen wir es hinter uns. Schnell. 3, 2, 1. Beweg dich! Plötze. Reiten jetzt die ganze Zeit hier im Kreis voreinander her und so? Oh. So, jetzt hat. Hey, ich habe ihn getroffen. Schön. Habe ich gar nicht mitgerechnet. Das war doof. Ach, warte nicht schon wieder. Warte mal. Nehmen wir eben ein bisschen Abstand. So, jetzt. Und auch nicht. Ah, er blutet noch. Na los. Autsch. Der ging auf mich. Schon wieder. Das geht doch so nicht. Ey, was ist denn los? So. Jetzt drehen wir mal um. Es dauert halt auch immer ewig, bis er zuschlägt. Ach ja. Kann man den eigentlich im Ritt. Aua! Im berittenen Kampf auch markieren. Geht das? Ja, das geht. Okay. Nur. Sehe ich da nichts? So. Ah ja, einen braucht er noch. Das macht so viel, ist so viel einfacher. Eigentlich auch, es ist. Nee, es ist eigentlich unehrenhaft. So, gewonnen, geht doch. Die Götter haben dich für deine Feigheit gestraft. Was? Bla bla bla. Du hast gewonnen, fertig. Jetzt lass mich was klarstellen. Ich hab ihn runtergehauen. Ich musste damals das Lager deiner Mutter verlassen, weil jemand anderes meine Hilfe brauchte. Und zwar dringend. Ich konnte und wollte diese Person nicht im Stich lassen. Ha! Das heißt also. Du bist zu einer geheimen Mission aufgebrochen und hattest geschworen, sie niemandem zu offenbaren? So ähnlich, nur ohne Schwur. Und ich will die Einzelheiten der geheimen Mission immer noch nicht offenbaren. Kannst du das als Rechtfertigung akzeptieren? Du warst zum Zweikampf bereit und hast dich als wahrer Ritter bewiesen. Also nehme ich dein Wort als das eines Ehrenmannes. Das freut mich. So, jetzt habe ich zu tun. Ich hab doch gewonnen. Das ärgert mich jetzt. Aber richtig. Ich hab gewonnen. Was soll denn das? Na gut, aber er ist uns nicht mehr böse, von daher. Sehe ich das mal als in Ordnung. So, als nächstes steht der Behurt an. Der Gruppenkampf. Gibt's da Fraktionen? Nee, alle gegen alle, oder? Diese herrliche Feier von Tapferkeit und Ehre erfreut mein Herz. Und auch euer Anblick, die ihr die Rittertugenden alltäglich pflegt und nach Größe strebt. Doch nach der Zeit des Kampfes kommt die Zeit des Friedens und der Rast.
Also lade ich euch alle, die ihr beim Turnier gekämpft habt, zu einem Fest ein, das im Namen eurer Ehre gegeben wird. Wer von euch etwas Abgeschiedenheit wünscht, der kann sich in eins der privaten Zelte in der Nähe zurückziehen. Das Scharmützel wird morgen ausgetragen. Möge der Ruhm für jeden Einzelnen von euch in Reichweite sein. Der Beste unter euch wird die Ehre haben, gegen den Titelverteidiger anzutreten. Dies ist der ruhmreiche Grégoire de Gorgon, Sieger des letztjährigen Turniers. Nun feiert und lasst es euch wohl ergehen. Vergesst nur nicht die Prüfung, die morgen auf euch wartet. Der ist ganz schön groß. Der Titelverteidiger. Folge ihr. Wir treffen uns vor dem letzten Wettstreit in deinem Zelt. Du musst ihr helfen. Jo, machen wir. Stell Vivian zur Rede. Okay, das kann man. Stock und Peitsche für die Aufführung. Seltsam. Ich war sicher, dass ich sie hier finde. Okay. Ein Vogel. Weggeflogen. Ich sollte hinterhergehen. Okay. Man nur nicht verlieren. Offenbar führt mich der Vogel irgendwo hin. Zu langsam. Raus aus dem Wasser, Geralt. Sehr gespannt, wo wir da hinkommen. Panther? Was ist jetzt? Okay, wir warten auf uns, ist gut. Schön. Das war der erste Panther, den wir besiegt haben. Okay, hier sind wir. Ist noch ein Panther? Irgendwo. Das ist der Vogel. Gibt's echt eine Menge Panther. Ach verdammt, das wollte ich doch gar nicht. Was jetzt, du Stück Dreck? Nicht gut. Er ist verblutet. Tja. 5 Feldstücke. Oh. Der Vogel ist weit weg. Irgendwo.